Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare. Die Kirche? Ja, wir müssen gerade hier. Ja, da ist die Kirche. Wir müssen ja gerade aus dem Helikopter Deckung geben. Ich will auch nicht die Kirche zerstören. Egal, was es ist. Da kommen welche aus der Kirche. Alter. Von der Kirche, erbitte Feuererlaubnis. Verstanden. Sie haben Angriffserlaubnis für den fahrenden Wagen und jegliches Personal. Und auf wen? Der Trupp hat Angriffserlaubnis, aber es wird nicht auf die Kirche geschossen. Will ich auch nicht. Feinde überqueren das Feld. Typ flieht. Räuchert sie aus. Was muss ich jetzt machen? Schuss! Alter! Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Ich schieß mal einfach. Da ist ein Typ bei dem Auto. Geschützbereit! Abgefeuert! Boah! Hm? Schnappt euch den Kerl! Oh, verdammt! Schnappt euch die Typen! Starten! Kabum! Geschützbereit! Bam, nochmal da rein! Sehr schön! Schnappt euch diese Person! Sind das unsere Gruppe? Ich hab keine Ahnung. Vorsicht, das hätte fast unsere Leute da getroffen. Ach. Ach so. Ja, ich weiß ja nicht. Die haben mir ja gesagt, die kommen übers Feld. Die Feinde. Die haben mir ja gesagt, die haben mir ja gesagt, ja, die Feinde kommen übers Feld. So, das war da hinten. Jetzt sind die ja daher gerannt oder wie? Ich hab doch keine Ahnung mehr, ey, Junge. Ich kann nicht mal abdrücken. Bewaffnete Feinde nähern sich von der Kirche. Erbitte Feuererlaubnis. Wir warten einfach ganz schön gechillt. Man muss immer auf eine Feuererlaubnis warten. Das ist so, keine Ahnung, unnötig. Wenn unsere Kollegen da unten verrecken. Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Ah ne, das sind wir zu in einer Kirche. Die will ich nicht zerstören. Ungerne. Ziel neu gesetzt. Da ich sehe ja nichts, machen wir Scheiben schauen. Bam. Ja, die leben ja noch. Kann ich da irgendwie zoomen? Was ist das überhaupt auf dem Dach? Ach, keine Ahnung. Mach ich kaputt. Schieß mal auch in die Häuser rein, wer weiß, ob da vielleicht jemand ist. Signal ausschalten. Geschützbereit. Ja. Ziel neu gesetzt. Schuss. Da ist ein Typ Alter. Auto. Geschützbereit. Schuss. Hier will einer abhauen. Nicht nur einer. Du hast ihn. Feindliche Einheiten auf der Straße. Ich würde gerne sehen, aber das ist so. Noch mehr Feindverbände. Sind das die Gegner? Erfassung. Okay. Geschützbereit. Ah ja, unsere Kollegen sind immer da hinten bei der Mauer, glaube ich. Da hinten sind die. Deswegen. Ja, also unsere Kollegen, und das hier werden alles wahrscheinlich Feinde sein. Da ist ein Typ bei dem Auto. Geschützbereit! Alter! Woher soll ich denn wissen, was Feinde und was Kollegen sind? Mach das doch irgendwie mit einem Marker! Ey, das ist doch mal mega behindert! Jeder Idiot kommt doch darauf, dass man hier sagt, Achtung! Da sind Kollegen! Ich meine, natürlich weisen sie hin, aber dann ist alles abgebrochen. Sagt mir doch einfach, wo die Positionen sind, weil die ändern sich ja die ganze Zeit. Hier haben wir Aufruhr reingeschossen, da war nichts. Da waren nur alles Kollegen, also nicht Kollegen, aber alles Feinde waren da. Ich sehe die auch schwer. Ich kann auch nicht mal zoomen. Nee, da geht nichts.
kann nur schießen und die Gegend betrachten. Ich könnte auch einfach warten. Ich kann auch einfach meine Controller weglegen und soll nie doch schießen. Bam. Nagel die Typen fest. Wow. Ja, das werden wir noch eine Stunde durchziehen. Könnt ihr euch darauf einstellen. Ich schieße einfach dahin, wo der steht. So, checken. Kollegen sind immer da hinten. Wer ist da drinnen? Kollege wahrscheinlich. Nein. Vor allem, wie es immer so dunkel wird auf einmal. Ah, da hinten, ja. Typ flieht. Abgefeuert. Genau dort. Erfassung. Müssen ein bisschen weiter nach vorne. Wildfire, hier ist Bravo 6. Jawohl. Wir passieren eine große Kirche und bewegen uns in Richtung Schnellstraße. Weiter feuern. Bravo 6, Ende. Bestätigt. Greifen jeden ohne Blinksignal an. Das sind alles Feinde. Feindliche Einheiten auf der Straße. Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Schnappt euch die Typen. Nee. Indirekter Treffer. Geschütz bereit. Wo sind wir jetzt hin? Signal ausschalten. Geschütz bereit. Da. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Ja, dann flieg doch mal Geschütz rüber. Bereit. Ich weiß ja nicht, wer wo ist. Feindliche Einheiten auf der Straße. Auf der Straße. Noch mehr Feindverbände. Sind das hier die? Ach, oh Gott. Junge! Das ist ja mal mega behindert. Da sagt doch. Sag doch einfach ganz ehrlich, wo welche sind. Ja, auf der Straße. Ja. Und wo sind unsere Kumpels? Auf dem Dach oder was? Du hast ihn. Nagel die Typen beim Gebäude fest. Sag doch einfach, wieso habe ich denn nicht hier wieder die Windrichtung oder sowas irgendwie, wo ich weiß, hier ist Norden, hier ist Westen, hier ist das und das. Dann müsst ihr einfach nur sagen, aus Norden kommen die Gegner und ich baller dahin. Schieß da jetzt mal da rein und abwarten, was passiert. Das Feld einfach mal ballern. Feinde überqueren das Feld. Kabum. Geschütz bereit. Ja, das kann jetzt dauern noch. Das hätte fast unsere Leute da getroffen. Junge. Du hast ihn. Truppen da vorne. Oh, unsere Leute, alle tot. Geschütz bereit. Freigabe zum Angriff auf feindliche Truppen. Da ist ein Typ. Haben wir das nicht schon? Ja, bei welchem Auto, ey? Ich hab das Auto, ich hab jedes Auto hier schon zerstört. Gut, er bewegt sich wieder. Komm mal rein. Feinde überqueren das Feld. Gib ihnen Saures. Alter, ich sehe hier nichts. Fahrzeug. Negativ, negativ. Nicht angreifen. Ich wiederhole, keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße angreifen. Wildfire, wir übernehmen Ziviltransporte auf der Schnellstraße. Geben Sie uns Deckung. Trupp, kein Zugriff auf Fahrzeuge auf der Schnellstraße. Dort sind ausschließlich Zivilisten. Bodeneinheiten kümmern sich derzeit um einen alternativen Transport. Es werden keine Fahrzeuge auf der Schnellstraße ohne Befehl angegriffen. Der Typ ist bestimmt angepisst. Netter Wagen. Ach, der hat einfach nur Schiss. Wildfire, wir markieren die Fahrzeuge. Bestätigen Sie, dass Sie die Leuchtsignale sehen. Wir sehen die Leuchtsignale. Nicht auf die Fahrzeuge mit den blinkenden Leuchtsignalen schießen. Wiederhole, nicht auf die Fahrzeuge mit den Leuchtsignalen schießen. Das sind Verbündete. Aufgepasst, der Feind richtet... Das hast du mir jetzt schon. Navigation, welche ist denn die kurvige Straße? Over. Feuerkontrolle, sehen Sie den Wasserturm? Over. Könnt ihr bestätigen, dass ihr den Wasserturm seht? Der Wasserturm da in der Nähe der Kreuzung?
Ah, genau den meine ich. Und neben dem Wasserturm ist eine kurvige Straße. Seht ihr die? Kapiert. Folgt der Straße bis ins nächste Dorf. Dort solltet ihr einen weiteren Wasserturm sehen. Ein bisschen weiter die Straße runter. Wir haben ein bisschen Ärger mit der Einnahme des Dorfes. Wie weit die Straße rauf liegt es? Ungefähr, Sekunde. Etwa 2 Kilometer die kurvige Straße entlang, weg von der Schnellstraße. Verstanden. Wir nähern uns dem Dorf. Bereit machen für den Angriff auf Bodenziele. Feinde gehen an der kurvigen Straße in Position. Feindverbände bereiten einen Hinterhalt an der kurvigen Straße vor. Sie sind hinter den Bäumen versteckt. Hey, da wurde ein Raketenwerfer abgefeuert. Verstanden. Na los, Leute, rein da und jeden im Dorf ausschalten. Gepanzertes Fahrzeug, da drüben. Es kommt da aus der Scheune. Die Ziele im Dorf sind als feindlich bestätigt. Angriffserlaubnis erteilt. Räuchert sie aus. Wildfire, wir werden angegriffen. Wir könnten Hilfe brauchen. Folgt diese Rauchspuren und schaltet die Quelle aus. Macht den Weg für unsere Jungs frei. Truppen auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes. U-förmiges Gebäude? Ja, ist euch so. Das mit dem viereckigen Aufbau auf dem Dach. Das mit dem Flachdach. Komm rein. Ja, guter Schuss. Ich sehe hier unten lauter Einzelteile. Kabum. Schieß mal für jedes Haus hin. Wir nähern uns der Landezone am Schrottplatz und verlassen die Fahrzeuge. Verstanden, Bravo 6. Verbündete haben die Fahrzeuge verlassen und laufen zur Landezone. Nicht auf Personen mit Blinksignalen schießen. Bestätigt. Hotcha. Weiter auf die Blinksignale achten. Das sind Verbündete. Feindliche Einheiten auf dem Schrottplatz. Rückt ab und räuchert sie aus. Mann, diese Typen meint's echt ernst. Da ist ein Typ bei dem Auto. Junge, der mit seinem Auto, ey. Boah, Alter, der Kran! Ach du Scheiße! Ziel neu gesetzt. Bei uns sind Leute, aber ich glaube, ich darf da nicht so weit reinschießen. Das ist zu nah an der Verstärkung. Ich wiederhole, zu nah an der Verstärkung. Ja. Auf die Blinksignale achten. Schuss! Geschütz bereit! Ah, da hinten. Räuchert sie aus. Freigabe zum Angriff auf feindliche Truppen. Kabum. Ja, klar zum Angriff. Guter Schuss, guter Schuss. So, wo mal noch welche? Signal ausschalten. Da. Abgeschossen. Vorsicht beim Feuern, das ist die Verstärkung. Ja, Mann. Die Blinksignalen sind unsere Leute. Direkter Treffer. Junge, wie viel denn noch? Wildfire, wir haben die Landezone erreicht, aber wir werden von allen Seiten beschossen. Fordere Feuerunterstützung Alter. Und Gefahr! Feindliche Einheiten nähern sich der Landezone aus mehreren Richtungen. Vorsicht, beim 25 mm nahe der Landezone bleiben. Boah, mal zerschossen. Die Typen beim Gebäude fest. Genau dort. Erfassung. Nagel die Typen fest. Winkel rekalibrieren, Höhenscan anpassen. Freigabe zum Angriff auf feindliche Truppen. Bam. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Gut, er bewegt sich wieder. Gut, er ist erledigt. Und jetzt zurück zu den anderen. Nee, das ist viel zu nah dran. Verstanden, der Typ bewegt sich. Ist da sonst noch welcher? Fertig. Hinten sind welche. Erfassung. Achtung, es kommen ein paar verbündete Hubschrauber. Achtet auf euren Beschuss. Verstanden. Häuser. Hin. Ja, schön. Heute ein bisschen Flugstunde mit Fails. Und die werden jetzt abgeholt, oder wie? Wildfire, ach ja. Wir bewegen uns jetzt auf die Hubschrauber zu. Danke für die Hilfe. Bravo 6 Ende. Mit den Aufnahmen werden wir noch Spaß haben. Das habe ich gehört. So,
Und da rein und weg hier. Gut gemacht, Leute. Verstanden. Zurück zum Stützpunkt. Puh, endlich, Alter. Ja, dann können wir hier abbauen. Mission completed. Vielleicht. Warpick, sind wir jetzt an. Ach, wir sind wieder hier. Haben wir es nicht schon gesichert? Hey, man, sehe ich jetzt wieder was. Alter. Granate. Ach du Scheiße! Feindlicher Luftangriff! Bereit machen! Sie kommen an beiden Flanken! Schnapp dir einen Raketenwerfer und schalte diese Helikopter aus! Ja, wo liegt einer? Hier lag doch einer! Nein! Hey, hier lag doch früher einer! Rechte Flanke! Sie kommen über die rechte Flanke rein! Hab ich? Nein, ich hab auch keinen dabei! Shit! Mann! Also jetzt ist es eh schon zu spät. Müssen wir uns so drum kümmern. Alter, Leute. Alter, raus aus meiner Schussbahn. Ich arbeite hier. Alter, was? Mit seiner alten Baskenmütze wäre er nicht getroffen, oder was? Boah, Junge, was passiert denn hier? Im Westen. Okay. Da. Ah, ne. Alter. Junge. Boah, Junge. Wir werden ein paar Geschosse in diese Gebäude befördern. Bereit! Schütze! Zweistöckiges Gebäude auf 1 Uhr! Erdgeschoss! Das Raketenwerfer-Typ. Feuer! Boah, Junge, der hat da reingeschossen. Denke ich, kann ich so scheiß Panzer mal schießen. Ziel erfasst! Müssen wir einfach rumstehen. What? Oh Junge. So ein blöden Auto. Oh. Dreck. So, wo sind jetzt die Leute?
Da oben die Auto brennt nicht. Ich geh mal auf die andere Seite, lieber. Ich fühle mich ja nicht wohl. Alter. Alter, geh raus da. Der Typ seine Klappe mal halten. Ich kann nicht einen Hausen an anderen hier weghauen. Alter, da vorne ist er. Alter, weg da. Hier ist sicher. Puh, Alter. Junge, wie viele Leute hier sind, ne? Hier ist... In der Dreiviertel der Armee unterwegs. Und die Kollegen, was machen die? Nichts. Die schießen drauf, ja, aber treffen 2%. Alter, und im Weg stehen können sie sehr gut. Alter, sehr gut im Weg gestanden gerade. Gehen wir mal rauf. Ja. Was? Alter, der hat sich im Schrank versteckt. Was macht denn er im Schrank? Alter. Da hinten hängt einfach einer rum. Was haben wir hier unten? Nix. Die schießen ja auch schon drauf. Bravo 6, hier Warpig, bereit zum Vordringen. Over. Haben die da oben rausgeschossen überhaupt? Position an der Biegung halten. Over. Roger, unterwegs. Ich glaube, hier ist das keine gute Idee reinzugehen. Alter. Bereit. Ziel erfasst. Okay, da sind schon Leute. Ziel erfasst. Puh, Alter, beim Bus. Wo ist der Panzer? Der muss doch mal reinsemmeln in den scheiß Bus. Alter, scheiße Bombe. Oh, Junge, wie viel noch? Alter, ich bin ja gerade so im Gefecht. Und das wären ja auch nicht weniger. Und auch mehr wären es irgendwie schon. Alter, da hängen ja noch immer Leute drin rum. Ich hab das schon sauber gemacht. Alter, wir verlieren ja langsam Positionen. Ach du Scheiße. Ah. Alter, der muss einmal mit der Rakete hier reinsammeln. Wir sind alle hin.
Junge, das wird nichts. Haben wir den Laden überhaupt jetzt schon mal? Ja. Aber da kommen ja immer wieder Leute rein, ne? Das ist ja... Es wird hier nicht weniger. Da. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn der Panzer nicht reindonnert, dann donner ich da rein. Der steht ja nur noch immer da oben rum und dreht sich im Kreis. Nee, ich glaube, wir müssen weiter einfach. Das ist einfach so, keine Ahnung. So eine Munitionsverschwendungssache. Kontrollpunkt. So, wie viele Leute haben wir hier drin? Wieder 15 Stück oder was? Mehr. Alter, Leute, wir werden hier nicht vorankommen. Junge, der lebt da oben noch? Was? Ohne Ausrüstung, ohne irgendwas. Griggs, nagel du sie von hier aus fest. Bravo, rück ab und flankiert sie von der rechten. Sie ziehen sich zurück! Wachsam bleiben, es könnte eine Falle sein! Okay. Alter. Nachladen. So. So. Weg. Alter, was? Der hat die ganzen Explosionen überlebt. So, Typ geisteskrank. So, waren das alle? Hier brennen Autos. Boah, Junge. Feindliche Infanterie! Nah dem braunen Auto! Feuer öffnen! Nee. Junge! Okay. Nachladen. Okay. Geh rein! Rein da. Da haben sie sich verschoben. Ein feindlicher Panzer die Straße rauf. Was? Stopp. Warpig, Bravo 6. T-72 hinter dem Gebäude auf 10 Uhr. Sie können angreifen. Over. Ich habe ihn auf Infrarot. Wechselauf manuell. Er brennt. Oh, Alter. Handy hat der Panzer mal was geschafft. Gut geschossen, Warpig. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. Komme durch. Verstanden, Bravo 6. Also, sind wir jetzt da? Bravo 6, das zweite Platoon ist unterwegs zum Treffen an Ihrer Position. Wie ist Ihr Status? Over. Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt zum zweiten Platoon haben. Machen die denn da unten? Ah, war klar. So. Hinterher. Ah, und wir werden jetzt wieder eskortiert. Sehr schön. Ruht uns ab. Hier Outlaw 25. Die Spezialeinheit ist unterwegs.
Assad zu holen. Wir brauchen jeden Mann, also kommen Sie an Bord, over. Verstanden. Wir haben soeben Al-Assads Aufenthaltsort herausgefunden. Alle Mann an Bord. Na los! Ja, kommt rein. Oder auch nicht. Ich flieg allein. Ist auch besser so. Marines, wir haben eventuell Al-Assads in der Hauptstadt entdeckt. Das erste Bataillon ist auf dem Aufklärungsstatus des SAF, lassen vermuten, dass Al-Assad einen russischen Sprengkopf besitzt. Wir müssen uns beeilen. Noteinsatzteams wurden losgeschickt. Unsere Spezialeinheiten haben den Großteil der Luftverteidigung ausgeschaltet, aber Al-Assads Bodeneinheiten sind noch eine Bedrohung. Sieht aus, als würden wir mit dem vollen Programm angreifen. Wir schnappen Al-Assad und beenden diesen Krieg jetzt und hier. Los, Marines! Ja, und das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ach du Scheiße. Ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.